Yo, moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig geilen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Und zwar handelt es sich bei diesem Glitch darum, wie ihr einen kostenlosen LEG, wie ihr auch gerade im Hintergrund seht, statt für 0 Dollar verkaufen, für 900.000 Dollar verkaufen könnt. Und ich sage euch Leute, dieser Glitch ist wirklich mega einfach. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Als erstes braucht ihr einen anderen Zielmodus. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Ihr braucht eine Arena-Garage inklusive RC Bandito. Und nein, der RC Bandito muss nicht gemerged sein. Und ihr braucht natürlich in der Arena-Garage einen kostenlosen LG. Aber das war's auch schon. Bevor wir mit dem Glitch anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde sagen, legen wir mal los. Als erstes seid ihr in irgendeiner Online-Sitzung in eurer Arena-Garage. Seid ihr in der Arena-Garage, geht ihr zum RC Bandito. Und zwar, dass ihr oben links dann die Meldung bekommt, rechte Pfeiltaste drücken für den RC Bandito. Auf jeden Fall habt ihr jetzt diese Meldung da oben, drückt jetzt die PlayStation-Taste, scrollt hoch, geht auf Einstellungen, geht dann auf Netzwerkeinstellungen, so dass ihr oben die Option habt, euer Internet zu kappen, da wo dieses Häkchen ist. Denn das brauchen wir auf unser Schnellmenü. Deswegen drückt jetzt doppelte PlayStation-Taste und wenn ihr jetzt später wieder zweimal PlayStation-Taste hintereinander drückt, werdet ihr sofort ins Einstellungsmenü kommen. Klappt das Ganze bei euch, kommt jetzt ein kleiner Timing-Part, aber das ist nicht so schwer. Ihr müsst jetzt einfach die rechte Pfeiltaste drücken und sobald die rechte Pfeiltaste gedrückt hat und das Menü bzw. den Mechaniker hört, geht ins PlayStation-Menü und kappt euer Internet. Habt ihr euer Internet gekappt, geht halt wieder zurück in GTA und bestätigt jetzt die Meldung, die jetzt kommen wird. Habt ihr die Meldung bestätigt, drückt ihr wieder doppelte PlayStation-Taste und aktiviert euer Internet und geht dann wieder zurück in GTA und wartet, bis ihr in den Story-Modus geladen seid. Wurdet ihr in den Story-Modus geladen, geht es einfach auf Optionen, Online, Online spielen und geht in eine Freundes- oder Einladungssitzung. Geht einfach am schnellsten. Seid in einer Freundes- oder Einladungssitzung gespawnt, geht es einfach zu eurem Auto, zu eurem kostenlosen LEG. Und wenn jetzt der Part funktioniert habt, Leute, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste und ihr werdet merken, dass ihr das Mechaniker-Menü auf den Garagenstellplatz habt. Dann habt ihr alles richtig gemacht, Leute. Wenn das bei euch nicht passiert, dann müsst ihr diesen Timing-Part mit Internet kappen, RC Bandito nochmal wiederholen. Auf jeden Fall bei mir hat es funktioniert. Jetzt scrollt ihr einfach runter zum Verkaufen und bestätigt jede Meldung mit X beim Verkaufen. Wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr einen endlosen Ladescreen haben. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Ladescreen habt? Ihr habt unten eine weiße Ladeschnecke, aber da steht nicht Ladevorgang. Habt ihr sowas, geht ihr einfach ins PlayStation-Menü und sucht euch jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich aus eurer Freundes- oder Community-Liste. Habt ihr jemanden gefunden, den ihr beitreten könnt, treten wir den jetzt bei. Die erste Meldung, die in GTA geladen wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Ihr drückt hier gar nichts, Leute. Denn wir drücken jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste, um wieder auf diese Beitrittsmeldung zu kommen und treten jetzt nochmal bei. Und jetzt, wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, müsste sich die Meldung jetzt geändert haben, denn jetzt müsste da bei euch stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Wenn diese Meldung bei euch nicht kommt, dann hat der besagte Spieler den gleichen Modus wie ihr und ist nicht zu gebrauchen für diesen Glitch. Deswegen sucht euch jemanden anderen. Aber bei mir ist ja die Meldung gekommen, die ich brauchte. Und jetzt drückt ihr einfach Kreis. Und jetzt seid ihr wieder entfroren bzw. befreit aus dem Blackscreen. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr drückt jetzt einfach die rechte Pfeiltaste. Ihr werdet schon merken, Leute, dass ihr so einen verbuggten Modus seid, denn er fährt zwar irgendwie in die Tuning-Garage rein, aber irgendwie auch nicht. Und er lenkt die ganze Zeit. Ein bisschen nervig, aber Leute, ist nicht schlimm. Wenn ihr jetzt im Menü drin seid, geht ihr jetzt auf Aufrüsten zu LEG Retro Custom. Dass ihr in diesem Menü seid, wo ihr seht, wie viel das kostet. Ihr müsst es jetzt nicht kaufen, Leute, keine Sorge. Ihr wartet jetzt einfach in diesem Menü circa 10 Sekunden. Einfach nur in diesem Menü warten, wo ihr diese Tuning-Option kaufen könnt. Habt ihr 10 Sekunden gewartet, drückt jetzt einfach Kreis und drückt dann nochmal Kreis und geht dann auf Werkstatt verlassen. Und wenn der Glitch bei euch funktioniert habt, Leute, müsstet ihr auf einmal ohne Auto spawnen und ihr werdet schon oben rechts sehen, dass ihr auf einmal 904.000 Dollar Gewinn gemacht habt. Und Leute, das war's auch schon von diesem Glitch. Dieser LEG ist jetzt verkauft, als wäre es ein LEG Retro Custom gewesen. Und den Glitch könnt ihr jetzt einfach wiederholen, kauft euch einfach demnächst wieder ein LEG und macht den Glitch von neu. Und Leute, dieser Glitch ist wirklich mega einfach und ihr könnt, wenn man es wirklich schnell hintereinander kriegt, könnt ihr alle 3 bis 4 Minuten ein Auto verkaufen. Wie geil ist das denn? Und wenn euch dieser Glitch genauso gefallen hat wie mir, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr jetzt einen fetten Like fürs Video da lassen könntet. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich auf Teufel komm raus, damit ihr solche krassen Glitches nicht mehr wieder verpasst. Aber ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.